Tipps und das Radio lebt. Die Radiobühne, die Plattform für Künstler auf Radio Fit. Genau. Alle hören den Applaus. Sie sind hier im Studio zu zweit heute, aber mir gegenüber am roten Mikrofon sitzt der persönlich. ROP, hallo, servus. Was geht ab? Servus, was geht ab, genau. Also ihr seid zu zweit heute hier. Wir gehen nachher ein bisschen näher drauf ein. Ihr zu zweit heute hier, ja. Auf jeden Fall. Ein bisschen vielleicht erklärt, ROP, erzähl ein bisschen was über dich, woher kommst du, was für eine Musik erwartet uns heute? Ja, Alter, auf jeden Fall gibt's da Musik vom Feinsten aus Cannstatt. Ich komme aus Cannstatt, mache seit 7 Jahren schon Musik. Eigentlich ziemlich gut, wie ich sehe und so. Und habe heute meinen Kumpel auch mitgebracht, der heißt Eddie. Sag mal was dazu. Servus Jungs, alles klar? Mädels. Auf jeden Fall. Und meine Musik ist halt Hip-Hop, Rap. Aber das ist ein bisschen anders als nur ein gewöhnlicher Rap oder Hip-Hop, weil das geht ein bisschen härter ran. Okay. Dass die ganzen Hörer und Hörerinnen draußen weltweit natürlich auch nicht nur die Stimme, nicht nur das Bild durch die Webcam sehen, sondern auch ein bisschen die Verknüpfung mit der Musik irgendwo herstellen können, haben wir schon ein bisschen was eingelegt in unserem Player, dass wir einfach diese musikalische Richtung dann erstmal ein bisschen hören werden, dann danach eine Stunde wirklich intensiv in die Tiefe gehen. Ja, das heißt also wirklich, wir wollen von ROP alles wissen, alles, was es wirklich zu sagen und zu hören gibt. Und Sie können natürlich hier ins Studio Ihre Fragen reinschicken. Und zwar an die E-Mail-Adresse studio@radiofips.de. Der erste Titel, der drin liegt, ich habe hier wie immer unvorbereitet keine Playliste, sondern der Künstler wird ihn selber ankündigen. Ja, jetzt hört ihr auf jeden Fall mein erstes Lied, Psychopath. Okay, Psychopath von ROP, eine Stunde live hier auf der Radiobühne im Studio bei Radio Fips. Yeah, Alter! ROP, Homies, Mats, Dein! Wichser, Alter, ihr seid alle dran, Alter. Ganz FB-Fick-Töne, Alter. Ihr seid gefickt. Ihr wisst, wie wir hier fickt, Mann. Das hier ist schlimmer als eine Abrechnung, Alter. Nehmt euch Beef, schlagt euer Beef, Alter. Mann, ich bin Psychopath, weil ich Rapper einfach so zerficke. Du denkst, du wärst hart, ich zerreiße deine ganze Clique. Ich pack dein Schädel und ramm es gegen die Wand. Ich sehe diesen kleinen Hurensohn, den mach ich auch Platz. Ihr habt den Falschen angepisst, den Falschen abgefickt. Renn um deines Leben, du hässlicher Sackgesicht. Wenn ich mit euch fertig bin, sag du rest in peace. Ich spreng dein Bunker in die Luft, so enden wannabes. Du tust gern auf G, doch du bist eine Fotze. Du kannst ihn nicht verstecken vor mir, Homo, ich krieg dich trotzdem. Deine Homies können jetzt sehen, wie ich dir live eine Patsche. Du bist ich aus Stahl, Alter, du bist nur ein Affe. Deine Fresse schickt das Scheiße, ihr bewundert meine Reime. Meine Reime sind Scheine, werd ich alleine, fick euch beide hier. Yeah. Homies, Mars, sei das Mixed bis endlich am Start. Schaut, wie ich nachlach, Jungs, ihr seid am Arsch. So, das war der erste Titel, natürlich abrupt, abgehackt und weg war er. Ja, das ist halt vom Mixtape. Vom Mixtape. Ja, das ist halt ein Übergang normalerweise, wenn du einen ganzen Mixtape anhörst. Okay, wir haben das ja für diese Sendung speziell ein bisschen runtergeschnitten oder ihr habt es so vorbereitet für die Sendung, weil wir wollen natürlich einerseits eure Musik hören und andererseits natürlich auch Informationen haben. Wenn wir das ganze Mixtape durchlaufen lassen würden, wäre wahrscheinlich der Unterhaltungswert ein bisschen geringer. Ja, genau. Gut, also fangen wir mal ganz von vorne an. ROP. Erstmal der Name und dann, wie lange existiert das Ganze schon? Auf jeden Fall, ich habe 2002 damit angefangen einfach. Ich habe mir einfach gedacht, auf jeden Fall die deutsche Rap-Szene in Stuttgart ist ziemlich gering, weißt du? Habe ich mir gedacht, da muss mal was Gutes rauskommen, was bisschen was Härteres, weil es gibt ja nur Fantastischen Vier, massive Töne und die sind ein bisschen anders. Mhm. Und habe ich mir gedacht, Alter, so eine Musik spricht die Jugend mehr an. Okay, 2002 begonnen. Ja, einfach so, ich weiß nicht, das war damals mit einem alten Kollegen, also Kumpel damals, jetzt sind wir verstritten auf jeden Fall und wir haben einfach mal zusammen versucht und dann, das ist wie eine Droge, da wirst du schon versüchtig, da kannst du gar nicht mehr aufhören, okay, wenn du mal damit anfängst. Der Kumpel oder der Freund damals ist nicht mehr dabei, oder? Nein, der das ist heißt, nicht mehr dabei, der hat, 2010 haben wir uns aus musikalischen Differenzen aus dem Weg gegangen. Also vor 3 Monaten irgendwann mal? Nein, 2006 war das. Ah, 2006. Ich habe verstanden, 2010. Nein, ich ja? auch. Auch, da habe ich mich versprochen, egal. Genau, okay, 2006, okay, schon eine ganze Weile her. Ja.
das Projekt dann einfach entstanden, einfach so. Ja, einfach wie, so. Wie kommt man dazu? Einfach so, okay, die Richtung ist klar, es muss was Neues her. Ja, mhm. Die Jugend möchte gern was Neues, eine andere Musikrichtung, einen anderen Musikstil einfach. Mhm. Und da sitzt man sich hin und dann schreibt man irgendeinen Text oder geht man irgendwo in den Keller und macht irgendwas. Wie? Auf jeden Fall, die meisten Songs sind halt so entstanden, wenn ich Frust habe zum Beispiel. Mhm. Wenn ich Frust habe, tue ich halt Texte schreiben, weißt du? Und da rege ich mich dann natürlich ab, weil damals, wo ich könnte Bäume ausreißen, weißt du, was ich meine? Dann lieber rege ich mich über Musik ab und so und dann ist alles wieder cool eigentlich. Das heißt, es ist im Endeffekt ist es die Verarbeitung von bestimmten Stress. Lebenssituationen, ja, genau, von Stress genau. Irgendwo ja, genau. Im negativen Sinne. Ich meine, genau. Aber das, was nachher rauskommt, ist... Ist positiv eigentlich, das ist okay. Was Unterhaltung halt. Das heißt, im Endeffekt, das Negative wird dann von dir selber verarbeitet zum Positiven. Ja, praktisch so. Das heißt, es spiegelt aber nicht das Negative von deiner Situation im Lied wieder, oder? Ja. Weil das wäre eigentlich das Negative übertragen in das Negative. Zwar musikalisch, ohne andere Aggressionsausbrüche an anderen Menschen oder irgendwo an Bäumen oder an Wänden oder irgendwo. Manche gehen ja in irgendein Fitnessstudio und bauen da den Stress ab. Ja. Und du schreibst einfach Lieder, Texte. Aber es spiegelt das wieder, was du empfindest, was du fühlst. Ja, genau. Oder? Meistens empfinde ich Hass. Das ist meistens so. Sonst würde ich ja keine Lieder produzieren, ganz einfach. Ja, das ist so. Gut gemeint, so. Anstatt auf der Straße das auszubauen. Schlägereien hin und her. Ja. Okay. Ist ja besser. Ja, natürlich, klar. Die Frage für mich entsteht natürlich immer wieder zu sagen, es gibt verschiedene Musikrichtungen, verschiedene Musikstile. Ja? Es gibt sicherlich auch Künstler, die im klassischen Bereich irgendwo was machen, die damit ihren negativen Touch da irgendwo abbauen, aber kommt der klassische Musik raus. Ja, ja? Klar. Und bei euch ist ja schon ein bisschen härter. Also hier geht es ja schon richtig zur Sache irgendwo teilweise, oder? Ja, klar. Vom Inhalt her. Ja, ja? Klar. Das ist, vorher waren ja diese Knallsachen, was man da gehört hat, es stammt ja auch nicht von irgendwoher, ja, sondern das sind natürlich auch Eindrücke, die ihr irgendwo dadurch verarbeitet, ja. Mhm. Für mich oder für die Hörer und Hörerinnen draußen, deswegen haben wir ja die Radiobühne, da kommt man tiefergründiger hinter die Musik. Einfach zu wissen, warum, weshalb macht ein Künstler die oder jene Musik mit den oder anderen Texten, ja. Mhm. Das war die Situation, dass ihr gesagt habt, was anderes. Mhm. Gut, die und außerdem liegt mir so die Musik im Blut. Ich höre schon seit Kindheit Musik. Seit Kindheit, ich mag halt Musik und da passt es gut, weißt du? Mhm. Das ist halt so. Okay, gibt's aus der Region Cannstatt, gibt's da irgendwie solche Gruppierungen, wo man sagt, diese Musik ist genau das, was wir hier brauchen? Es gibt halt viele Jugendliche in Cannstatt. Mhm. Anstatt Scheiße zu bauen, sollten sie sich hinhocken, Musik hören. Weißt du, das ist alles Unterhaltung eigentlich. Viele Leute kommen damit nicht klar. Es ist ja klar, wegen die Ausdrücke und die ganze Scheiße und aber es ist halt so. Also das ist eigentlich nur Unterhaltung. Das ist nichts Persönliches oder so. Nicht, dass ich die Jugend schlecht machen möchte oder sowas. Mhm. Weißt du? Ja, aber die Situation natürlich für mich, ich bin ein paar Jahre älter als ihr. Mhm. Die heutige Jugend, die heutige Generation, sieht ja viele Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel. Die Einstellungen sind teilweise anders, es muss nicht negativ sein, ja, aber einfach ein bisschen andere Einstellungen zu heutigen Situationen im Leben. Ja? Bei uns hat man früher vielleicht von den Eltern zu Hause einmal eins draufgekriegt und dann war die Sache gegessen. In der heutigen Zeit kriegt man natürlich mit, dass Jugendliche das nicht mehr akzeptieren. Die einfach sagen, hey, ich gehe meinen Weg und ich mache das so, wie ich das will. Ja, da kommen die Erwachsenen teilweise auch nicht ganz klar damit. Ich bin auch Vater, manchmal teilweise schwierig, aber ich wäre froh natürlich, wenn meine Kinder irgendwann mal in der musikalischen Richtung ihre Probleme so verarbeiten und nicht irgendwo auf eine schiefe Bahn geraten. Ja. Ja. Gut, wir haben einiges an Musik dabei, dass wir vielleicht da noch ein bisschen mehr raushören können. Zweiter Titel haben wir. Ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Okay, wir hören einfach rein. Ich hab einfach reingebrannt und fertig. Genau, okay. Hier ROP live im Studio auf der Radiobühne. Yeah, die Italo Schelle, Alter. Drei Italiener, sechs Schellen. Wer hat ein Problem mit uns, Alter? Wer? Das sind die sechs Italo-Schellen. Italo-Schellen, das sind die sechs Italo-Schellen. Italo-Schellen, das sind die sechs Italo-Schellen. Was nochmal? Komm dazu rennen. Renn, das sind die sechs Italo-Schellen. Italo-Schellen, das sind die sechs Italo-Schellen. Italo-Schellen, das sind die sechs Italo-Schellen. Was nochmal? Komm dazu rennen. Renn, meine
Regen, dein Zirp bedeckt wie bei einer Lawine. Keiner kann rappen, ich bin einfach ne Maschine. Komm, ich geb dir einen Job, ab bald bist du mein Diener. Du bist für mich so gefährlich wie ein Bernhardiner. Du hast keine Ahnung, Bitch, schluck mein Ding. Ich weiß, ich bin dein Vorbild, nenn mich einfach King. Du bist kein großer Rapper, du bist ein kleiner Klirps. Du planst seit Jahren was? Ich komm und verdirb's. Ich war lange weg, ich weiß, ihr habt mich vermisst. Ja, hörst du meine Rhymes? Oh Mann, was für ein Spezialist. Du rappst nur Scheiß, es besteht alles aus Mist. Ein falsches Wort, ich komm zu dir wie der Exorzist. Es schaffen nur die Besten, schau, ich bin der Favorit. Du hast noch Battles für mich, ich hab großen Appetit. Die ROP und das sind jetzt am Start. Drei Italiener, wir besorgen dir ein Sack. Das sind die sechs Italo Schellen. Italo Schellen, das sind die sechs Italo Schellen. Italo Schellen, das sind die sechs Italo Schellen. Was los, Mann? Fang an zu rennen. Renn, das sind die sechs Italo Schellen. Italo Schellen, das sind die sechs Italo Schellen. Italo Schellen, das sind die sechs Italo Schellen. Was los, Mann? Fang an zu rennen. Eine Schelle von links und eine Schelle von rechts. Diese sexy Talo-Schellen setzen dich außer Gefecht. Mit einer Knarre in der Hand und den Kopf in deine Fresse. Hast die Eier gekniffen und sagst trotzdem, du bist der Beste. Schrei einmal Cannstatt, wenn du weißt, was Cannstatt ist. Du bist nicht aus Cannstatt, weil du ein Bastard bist. Deine Backen werden rot, wenn die Talo-Schellen einschlagen. ROP, Ass und dich, das sind die drei Ass-Karten. Hast du noch Fragen? Willst du, dass wir dich einfach schlagen? Wir drei zusammen haben mehr Eier als 100 Hühner haben. Wir bombardieren dich so, dass du denkst, es ist der Beste. Krieg. Es ist schwer, dich schwarz zu kriegen, weil du freust um die Welt. Fies. Wir tragen Nikes an unseren Füßen und Gold in unseren Fingern. Ein Hirn in unserer Eichel, denn wir sind einfach Ficker. Schleim ein und dein Bein wird jetzt einfach ganz klein. Zeig uns ein Rapper, der in 10 Minuten so viel schreit. Das sind die 6 Italo Schellen. Italo Schellen, das sind die 6 Italo Schellen. Italo Schellen, das sind die 6 Italo Schellen. Was los, Mann? Fang an zu rennen. Ich bin ein stolzer Italiener, mit Ehre und Stolz. Geh mir lieber aus dem Weg, sonst wirst du geboxt. Du bist kein Gegner, nein, du bist gefundenes Fressen. Jeder weiß, Alter, keiner kann sich mit mir messen. Ich bin King auf diesem Beat, ich fick dich auf diesem Beat. Jeder, der mich disst, ist danach Rest in Peace. Du spielst mit meinem Gefühl, du Homo wirst dran glauben. Ich zentriere dein Headband genau zwischen die Augen. Guck, das ist Gangster-Shit, jetzt wisst ihr, wer die Gangster sind. Ihr rennt jetzt weg, weil einer von uns Gangster schießt. Junge, ich platze Wut, Daniel, du weißt nicht, was du tust. Leg die Knarre weg, komm zu Kraft und zeig dein Mut. Das sind die sechs Italo-Schellen. Italo-Schellen, das sind die sechs Italo-Schellen. Italo-Schellen, das sind die sechs Italo-Schellen. Was los, Mann? Fang an zu rennen. Die sechs Italo-Schellen, das sind die sechs Italo-Schellen. Was los, Mann? Fang an zu rennen.